Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir, was haben wir da nochmal gemacht? Ach ja, ich glaube, wir haben noch, das war direkt nach den Story-Ereignissen. Und zwar, ich muss mal nachgucken, das ist schon wieder so lange her. Mission erfüllt, ach ja, wir müssen ja eigentlich Julius treffen, aber, ja, wir haben eine Menge Charakterquest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Was, so viel Charakter haben wir gar nicht, ey. Egal. So, ich guck mal. Haben wir hier irgendwie was zu melden? Habe ich irgendwas schon wieder vorbereitet? Ich glaube ja, ne. So, Goldmark haben wir jetzt freigeschaltet. Sehr gut. Legende vom Eisfisch. Tolea Tundra, okay. Kann ich irgendwas abgeben? Goldmarke, ja, hier Ultra-Wecker und so alles. Nehmen wir mal an. Und das können wir abgeben. Inventarschutz und sonst nichts. Goldmarke, geil. So, du kannst beim Inventarschutz vielleicht einen anziehen. Ja. Er hat alle Werte irgendwie auf 777. Das finde ich voll geil. Volle Glückszahl. So, dann machen wir jetzt irgendeine Charakterquest. Warte mal, einen jetzt ein Schweigriff. Ich habe schon wieder ein bisschen Geld, das ich einzahlen kann, aber heben wir uns das für den nächsten Part oder weiß ich nicht, Ende des Parts auf. Mal gucken. Ich möchte erstmal so schnell wie möglich die ganzen Charakterquests erledigen, weil da sind so viele. Ich hoffe, die dauern nicht alle so lange. So, Leia. Was? Ey. Leias Geschichte fortsetzen. Wie viel ist das jetzt? Alright, this is the final stretch. Irgendwie stand jetzt nicht Leias Geschichte. You two are coming with me. Ja, Kapitel 4, die nackte Wahrheit. Whoa. Good day, sir. Huh? Oh, you're that Reza Maxian reporter. Something I can help you with? Actually, you're writing an article about what I think of Reza Maxia? Does that bother you? It's not that I mind so much as, well, what's in it for me? Huh? He wants a little something-something. Spoken like a true Olympian. Hey, people will be talking about this, right? Why should I play the ugly face of Olympian intolerance for Jack Squat? Pay up or I shut up. Oh, die haben ja nicht so viel. Damit hässlich habt ihr gar nicht mal Unrecht. Können wir angelehnt nicht irgendwie anders regeln? Ich hab selber Schulden, okay? It's just the way of the world. Okay, fine. If we're talking money, that might be a problem for me. But what if I came in here and cleaned? Day in and day out? Huh? I mean, I'll still have to worry about my day job, but I can come clean mornings and nights. And I have customer service experience, too. I could stock shelves or even work the booths. I promise I'll stay out of your way no matter what you have me do. So say yes, will you? Pretty please? Hmm. If it really means that much to you, fine. Go ahead and write whatever you want. Thank you so much! Besides, I wouldn't mind hearing what Reza Maxians think of Olympias. And don't worry about doing any cleaning or nothing. Seems like people do work for free sometimes. Well, I'm not gonna make a habit of it. It's just, this really was starting to make me look like a villain. I'll bring you a draft of the story before it goes to print. Got it. Make it a good one. Hast du seine Erlaubnis überhaupt gebraucht? Ich bin froh, dass er eingewilligt hat. Jo. Ist aber nicht das Ende jetzt, oder? Ja. He even Nein. seemed legitimately interested in the perspective of Reza Maxians. Kind of puts a lot of weight on your shoulders, huh? I suppose it does. All right. The finish line's in sight. Luger, I'm staying at your place tonight. I'll work on the article all night if I have to. Was? Warum bei mir? That's overdoing it, even for you. I need space to concentrate. I don't even have my own desk at work. It'll be fine. You guys will be there for moral support, right? Come on, please. What do you say? Irgendwie wohne ich da. Ich muss ja irgendwie da sein. Okay, it's coffee time. I will absolutely, positively have this story on my editor's desk first thing in the morning.
Okay. Ja, gehen Zimmer von Triglyph, ja. Ja, ging aber ganz schön schnell. Wenn ich schon mal hier bin. Nova, hi, na? Ja, nimm mal 300.000. Great, thanks. You make my life so much easier when you make your payments on time. Keep it up, okay? So, zack. Freundschaftstrank. Boah, mehr nicht. Meine Katze fällt mir gerade ein. Eisfisch, hey, perfekt. Dann bleibt mal auf Standby. Weil da könnte ich ja die Gentleman-Mission und so was machen und vielleicht ein Elite-Monster plätten. Weil ich möchte nicht ungefähr nur zwei Geschichten in eins reinpacken. Dann weiß ich nicht, wie ich den Part nennen soll. Das ist ein guter Grund, ne? Don't doze off in there. Not gonna happen. I think Leia went to turn in her article. Wir sollen versuchen, sie noch einzuholen. Ja, komm. What? Yeah, I'm kind of curious myself. Let's go. She couldn't have gotten far. Wie hat sie denn dazu gestimmt, ey? Ja, dann muss ich muss ja hauptmissionsmäßig dahin, ne? Oh, Freundschaft zu Leia. Was? Hey, wo ist sie? Ja, Folge Leia. Da. Wer braucht denn? Ich muss doch nicht laufen, hallo? Ich kann irgendwie nirgendwo hin. Warum bin ich denn... Sommer. Hat sie noch nicht mal irgendwie mehr in der Gruppe und trotzdem... Weiß ich nicht. Habe ich irgendwie... Freundschaft zu ihr geschlossen. Komisch. Alles klar. Da lang. Ich guck seit... 120 Parts. Der wievielte Part ist das jetzt? 114, 15, irgendwie sowas? Und ich muss immer noch auf der Karte gucken, um zu gucken, wo ich lang muss bei dieser verdammten Kreuzung. Das ist bisschen traurig, ja. Da trifft es. Ich hätte meine Mission abgeben können, verdammt. You did all this research? Yes. You certainly are tenacious. This'll do. I'll run it. What? Really? Now, tell me what you learned. Well, up until now, I'd always just written my own opinions about things that I thought were interesting. But after doing all the interviews this time, I realized I had been going about this the wrong way. Our job as journalists is to present an objective and accurate perspective, and then let the readers come to their own conclusions. Objectivity and accuracy, those two elements are the key points here. I see. It sounds like you're the type of person who learns by doing. You should keep that in mind from now on. Is Leia a full-fledged journalist now? Hardly. She still lets herself get too close to the story, and she doesn't take into account the impact she has on her readers. Nevertheless, she showed good journalistic instincts with this piece, and she isn't afraid to do legwork. She has potential. Ich richte sie aus, dass ihr das gesagt habt. Ja. Don't go giving that rookie a big head now. Nice work. Seems your editor finally accepted you. You heard that, huh? Thanks, guys. I couldn't have done it without you. I'm not about to let up either, and I hope you'll keep helping me chase down the stories. You got it. Luger, from now on, I'm going to pay close attention to the fractured dimensions and everything that takes place within them. And then, I'm going to make sure that I'm able to convey all of that to the rest of the world. That way, their lives will have meaning. Sehr schön. War es jetzt das mit Leias Geschichte allgemein?
Lacrosse-Stab, okay. Dann zeig mal. Wow, was? Ich hab den Ball zum Spielen, was? Ey, da ist so ein Dingen. Boah, wie heißt dieser Sport? Keine Ahnung. In Japan. Okay. Ey, so wenig zieht das gar nicht ab, angriffsmäßig. 4 Punkte und 23. Oder was hatte ich vorher? Den hier hatte ich, ne? Oder den hier. Lass mal den mal. Oh nein, das ist eine Witzwaffe, glaube ich. Nehmen wir den wieder. So. Wie sieht's aus? Leia. Noch 2 Sternchen. Sternchen. Herzen. Fast. Gut, das ging aber nicht so lange, fand ich gut. Fehlen noch was. Hä? Ey. Ich kann nur für ein paar machen? Hey, einen Moment. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Jetzt warte mal einen Moment hier. Drellin, was ist da denn? Lass mal gucken. Kann ich echt nur für einen Charakter hier machen? Oder 2, 3? Okay, beim Muse bin ich wahrscheinlich noch nicht so weit. Verdammt. Er sagt, ich kann nur für einen Charakter jetzt den Dingens machen. Das ist ein bisschen blöd. Halt, stopp. Ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Hätte ich hier auch für Elise gemacht, hallo? So, Mila. Hä? Okay, nee, warte, halt, stopp, nee. Einen Moment. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich blöd, was ich hier mache, aber ich will es genau wissen. Ich kann nur für einen Charakter hier die komplette Geschichte machen? Ja, super. Warte mal, wo ist Elise? Verdammt. Ich kann nur für einen Charakter jetzt die Dinge machen. Ja, finde ich ein bisschen doof. Wen haben wir hier? Bestimmt Elvin, ne? Was? Hä? Marksburg. Oder war es jetzt alles nur Leia? Hä? Halt, stopp, warte. Was? Überall ist Leia. Hamill? Hey. The job postings sure are beneficial. Was ist das denn? We could put in requests for all the world's finest foods. But then I guess we'd have to offer a suitable reward for each one. Ja. Na toll, jetzt kann ich das hier gleich nochmal alles abheben. So, ich habe ja gespeichert. Jetzt Geschichte fortsetzen. Alright, this is the final strap. Warte mal. Kreis. Also war das jetzt alles Leia? Ey. Good day, sir. Das ist voll. Volle Beginner-Strap hier. Ich irgendwie anders regeln, ja. Ich möchte die Dinger natürlich hier alle haben. Bla 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 bla. Ey. Ja, ich bin vorher so eingewilligt, hatte ich gesagt. Wäre natürlich voll die Option, jetzt hier die anderen Dialogoptionen zu nehmen, aber lassen wir das.
So, okay. Ja, das war voll die Verarschung. Oh Mann. Könnt ihr mir doch nicht antun, ey. Eieieiei. Also ich nehme an, das war alles leer. Also bis auf Mila hier und Muse. Oh, ich dachte, ich könnte jetzt für einen Charakter nur die Story komplett abschließen, weil das sah jetzt sehr danach aus, dass ich die Story von ihr abgeschlossen habe. So, Triglyph. Oh, ich dachte, ich kann jetzt nur mit einem Charakter hier Geschichte hier komplett abschließen. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Okay, aber anscheinend nicht. Hoffe ich. Wenn überall wirklich nur Leia war, dann ist das ja gut. Ist trotzdem verwirrend. So, jetzt hier noch den letzten. Ich hätte schon mal die Mission abgeben können. Ah! That's a nice breeze. Jude, wie kannst du es wagen, die Natur zu genießen? You did all this research? Scheiße, da kann ich gar nicht überspringen. You certainly are tenacious. Ja, komm. Ach, ich kann noch. Soll ich dir sagen? Ja, lass mal einfach. So. Seafood is packed with essential nutrients. If you... So, haben wir das wieder erledigt. Oh Mann. So, dann gehen wir mal hier die Gentlemans, glaube ich, noch plätten. Ja, ich muss ja wieder die Mission abgeben, verdammt. Ich muss ja erstmal annehmen, genau. Schaffen wir das auch noch. Hier. Goldwürfel. Okay. Das hier abgeben, Elementarschutz haben wir wieder, genau. Das kann ich nicht. Da muss ich zum Nala. Jetzt zur Kuka, okay, das ist nicht schwer. Buschige Augenbrauen, die könnte ich irgendwie offscreen ganz schnell machen. Goldmarke und Nova. Hier nochmal 400.000 Bams. So, dann noch ganz schnell die Mission machen. So, ich hoffe jetzt aber alles nur Leia in jeder einzelnen Stadt. Kuka ist irgendwo, waren die in Dingens, Rizomexia. Mach mal ganz schnell die Gentlemans fertig. Die Gentlemänner. Wie sieht es strategiemäßig und so aus? Das ist noch perfekt. So, ihr Gentlemanners, wo seid ihr? Da, perfekt. Das kann ich, upsala. Tu mal das Ding hier ausrüsten. Zack. Jetzt machen wir dich platt. Bams! Zack. Okay. Ups. Okay, so hat perfekt ausgerüstet. Sehr gut. Wutsch. Na? So, treffen. Weil ich irgendwie ab, anscheinend. So, dann noch zum Dingens hier. Wer heißt das? Na, der Lava-Röhren, genau. Mach mal deinen Gentleman fertig. Ja, komm. Raus. Rein. Raus. Rein. Raus. Rein. Raus. Kannst du mal bitte auftauchen irgendwie? Rein. Meine Güte. Mach mal von hier. Immer noch nicht. Obwohl, sehe ich ja nicht. Gentlemanners. Wo seid ihr's?
finde ich natürlich keines klar. Na warte, du kommst jetzt hier hin. Weiß auch nicht, ob ich irgendjemand ausgerüstet habe, aber egal. Was haben wir nämlich schon alles hier gelernt, so elementar mäßig? Jawohl, Bams. Ich habe den Gentleman gefunden. 3 Stück von denen, was? Warum so viele von denen? Warte mal. Wo seid ihr? Nee, nicht der Angriff. Der ja, butsch. So, komm mal her. Komm schon. Verdammt. Verdammt. Fakt ihr doch mal. Gibt's doch nicht. Warum sind die so hartnäckig? Muss er theoretisch nur einen erledigen. Er hat es gemacht. Au. Auf damit, Mann. Warum habe ich schon wieder die Waffe gewechselt? Warum seid ihr nicht schwach gegen Dinge? Ins Verzum. Ich kann 3-mal machen? Was? Außenseiter plus? Ich kann gedrückt halten? Und dann nochmal drücken, dann macht der Außenseiter plus. Ich dachte, ich mache das die ganze Zeit. Er hat 4 Erfahrungspunkte gegeben, ich bin sehr zufrieden. Und jetzt gehen wir nach Triglyph. Triglyph, Bams. Die paar Missionen ab und beenden den Part. Yay! Okay. Komm her. Komm her. Hey, na? Ma. Gehen wir das hier noch alles schnell ab. Ich bin wieder beschäftigt anscheinend. Superheilung für Luca und Ultrawecker für Ludger. So, Fertigkeit zurückerlangter Geist und zurückerlangte Kraft, okay. Gucken wir zum nächsten Mal dann. Ich würde sagen, ich beende den Part hier und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.